بنافي خداي أزداي مزنود لوفان وبنافي طاوسي ملاك بر برسياري دينو ديانتي سروكي ملياكتي خدان أكليلي مهربان صلاف دعاين خدي لسر سلطان شيخادي وخاس وقلندرو أولياء وخاتون المئز ديان للعلشة نوراني إيرو روجقا بيروزا مقدسة لباجار كالكاري لولاتي ألمانيا خوئيز ديما الباجار كالكاري درو دوري في باجاري إيرو خلمتك مزن واجبو ديني خوكرين خلمتك مزن واجبو ملتي خوكرين مالك إيز ديا بريك وبيك وقلق باتجو سلبرقاقي إيز دياتي ورسناتيا إيز دياتي وفكرين خلمتا از ديو از دي خاني واكشاندن Amen. 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 Am
وبيشركوا بها بعلاق. يا خدي لا تشكسي ان الكشتايا خديو انا تفالي لدي نباق نكاري يا دي حمود الشتاري يا خدي تفضان الشهر روشي يا خدي هل توي هي هل توي لايك منك السناي. Benim evanim knjiža, pošku brejem brežda, na de doktor šnua, her ben šnua, de eta halakren žlej mala izjava, bila karamka. Liebe Gäste, nochmal möchte ich mich recht herzlich bedanken bei unserem Ehrengast, Herrn Dr. Herbert Schnorr, und möchte als Zeichen dieser Dankbarkeit bitten, das Geschenk jetzt für den Herrn Dr. Schnorr zu überreichen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe jesidische Freunde, liebe jesidische Freunde, ich bedanke mich auch im Namen meiner Tochter sehr herzlich für die freundliche Aufnahme und dieses Geschenk, und ich verabschiede mich mit dem jesidischen Rosh Bash. Und jetzt, liebe jesidischen Freunde, sehen Sie uns bitte nicht nach. Wir müssen aber jetzt nach Hause fahren. Meine Tochter fährt Auto, ich nicht mehr. Ich bin dazu nicht mehr fähig. Und wir haben noch gut 6 Stunden Autofahrt bis Berlin vor uns. Herzlichen Dank. Es ist für uns eine große Ehre, dass Sie hier in diesem Eröffnungsfeier, Einweihungsfeier unseres Gemeindehauses in Kalka teilgenommen haben. Wir danken im Namen aller jesidischen Gesellschaft in Bürger in Deutschland. Nochmal vielen Dank, Herr Schnorr. Danke. Naji de andam parlamane disdrof Dr. Günther Bergmann über die Peschkeschkat Blakaram bekannt. Liebe Gäste, als nächstes ist es mir eine ganz besondere große Freude, den Landtagsabgeordneten Nordrhein-Westfalens, Herrn Dr. Günther Bergmann, der sich sehr für die Belange der Jesiden einsetzt, nach vorne zu bitten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Gün, sehr geehrter Bürgermeister Funk, der 10. August diesen Jahres war für mich ein sehr, sehr bewegender und sehr, sehr berührender Tag. 5 Tage, 6 Tage nachdem die IS angefangen hat, in Shingal und so weiter, in dem ganzen kurdischen Gebiet, die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zu lenken in einer Form eines Genozids, hatten sie mich hierhin eingeladen, und ich war etwas verloren. Weil unter ihnen war ich der einzige Deutsche, glaube ich, neben einem per Zufall vorbeigekommenen Passanten aus Kevlar, der hier auch saß. Und ich habe die ganze Wut, die Fassungslosigkeit, die Trauer, das Entsetzen von ihnen hautnah hier in einer über 2 Stunden lang ja dauernden Veranstaltung mitbekommen. Das hat mich sehr, sehr betroffen gemacht. Und ich habe mich dann, wie versprochen, immer in Absprache auch mit Herrn Lüben, dafür eingesetzt, dass sowohl in Berlin als auch in Brüssel die Aktivitäten losgetreten wurden, die dazu notwendig waren, um das Engagement der europäischen Verbündeten, aber auch der Bundesrepublik Deutschland anzustoßen, dass Peschmerga zum Beispiel Waffen bekommt, dass logistische Unterstützung für die Truppen gegeben werden, aber auch, dass Hilfsgüter möglichst schnell in das Gebiet gekommen sind. Sie alle wissen viel besser als ich, dass es ganz, ganz notwendig war, dass ein Punkt besprochen wurde, und das unter Freunden auch in aller Deutlichkeit, dass die Südgrenzen der Türkei geöffnet wurden und nicht die flüchtenden kurdischen Menschen vor eine geschlossene Wand liefen und im Rücken die IS hatten und vorne eine geschlossene Grenze. Auch das ist uns geglückt.
Sie wissen alle viel besser als ich, seit der Auflösung des Osmanischen Reiches vor jetzt ungefähr 100 Jahren, wo man ihnen ja ursprünglich sehr viel Rechte, Autonomierechte zugeordnet hatte und der Aufteilung dieses Gebietes in einen englischen und einen französischen Interessenbereich. Syrien und Libanon waren französisch und Irak, also Mesopotamien, waren eher englisch. Ist es ihnen nicht geglückt, in eine nationale Einheit zu kommen, sondern sie sind immer die Gruppe gewesen, die in verschiedenen Ländern, nämlich in Syrien, im Irak, im Iran auch und natürlich in der Türkei, ihre Identität bewahren wollten, mussten und das immer mit großen Schwierigkeiten, auf die ich hier nicht näher eingehen muss, weil das ist ja nun auch nachhaltig hier jetzt gezeigt worden. Ich glaube, dass ein solches Gebäude hier, wie in Kalka, für eine Gemeinschaft von mehreren 10.000 Menschen in Deutschland, davon über 5.000 am unteren Niederrhein, ein ganz wichtiges Symbol ist. Nicht nur, weil sie, und das wird jeder sehen, der vorbeifährt, durch das Gebäude eine Anleihe an Leila gemacht haben und eigentlich damit auch ihre Verbundenheit zu ihrem Herkunftsgebiet signalisieren, sondern weil sie hier auch eine Heimstätte finden, in der sie sich sicher mit ihrer Kultur und ihrer Sprache bewegen können. Und wenn es ihnen gelingt, die zu bewahren und sich gleichzeitig mit einzubringen in unsere Gesellschaft hier vor Ort, sich zu öffnen und zu zeigen, worum es eigentlich beim Jesidentum geht, dann sind sie hier angekommen, sie bewahren Dinge und entwickeln sie weiter fort. Insofern ist dieses Haus ein Gebäude der Begegnung, des Kennenlernens und auch des Lernens, nicht nur auf ihrer Seite, sondern auch auf der Seite der Hiesigen. Und ich glaube, dass es eine große Anstrengung von ihnen war und aller Ehren wert ist, dass sie das hier umgesetzt haben. Ich habe dieses Gebäude ja nun in allen Phasen hier, ich war auch schon im Rohbau mal hier, durchlebt. Ich kann Ihnen nur gratulieren, dass das so gekommen ist. Ich hoffe, dass Ihre Landsleute in der Herkunftsregion wieder die Möglichkeit bekommen, auch dort zu leben. Das gilt für die christlichen Minderheiten und für die anderen muslimischen Minderheiten, die jetzt ebenso verfolgt sind, genauso. Und lassen Sie mich als Katholik auch einen Punkt anbringen, den ich beim letzten Mal auch erwähnt habe. Wenn die Aramäer im Irak und in Syrien verfolgt werden, so ist das eine Gruppe und die letzte Gruppe, die die Sprache Jesu Christi spricht. So kann das auch hiesigen, nicht-kurdischen, nicht-jesidischen Menschen nicht egal sein, was dort passiert. Es ist eine humanitäre Katastrophe, zu der wir alle Position beziehen müssen und ganz klipp und klar sagen müssen, das geht so nicht. Und dafür müssen wir uns einsetzen. Ich danke Ihnen für die Einladung, wünsche diesem Haus alles, alles Gute mit den Menschen darin, gute Gespräche, gute Begegnungen. Nutzen Sie das, was jetzt angefangen hat und entwickeln Sie es immer und immer Stückchen für Stückchen weiter. Jeder von uns ist dazu aufgefordert. Vielen Dank. يعني الجركش درك دست بذا والدرك يجي داوي بذا يعني أو مروي هاتنا بن فان قاتشكا بن فان ديواراي يك يكيب خدر ترى جران ترى بغاتر تبجي براي منا دلي منا هوالي منا بشتواني منا بشتويجي أم بجدير نكن جواتا ما إزدي هرتم قدر ده خريبة ملوما ألمان دانا بش نكون خونا جوان حساب كلي أم بيجي نبيجن أم ام کردن ام ازدینه ام هاتنا بونه آلمان ام دولت آوان نخواست دی قدری جواب بگرن بدن آوان یعنی خویه مالی کارل سه پیا بجی کارل دروا بجی کار هری داوی جی خبر ده از هیویدارم از خلامه و حمیانه اون ویل هف نگرن یعنی یک جواب یکی قدر برانتره براستی جی بنیرن یعنی گاوی میوان اکتیمالا مرف مرف رتبه مرف چه ببرامه؟ ام مجبور راب نجرا خدمت بکن. به جهت مالا و ازدیای مالا ازدایای. اگر اون جوان در خدمت بکن، نکریتی بکن. لیب فرند، لیب گست. ایرگت وفند لیبن آن و ایرگت وهرت دس لیبن آف. و بای اونس کردن، وی هابن اونسره هایمات، اونسره تور آفگمخت. فر دیجینیگن دی فر دی کاروانن فون Mongolen nach Europa
Wir haben den Wasser gegeben, wir haben den Land gegeben, wir haben den niederlassen für gewisse Weise und die haben uns das Land beraubt. Unser Land ist jetzt unter den Füßen, wird getrampelt. In Araber haben wir unser Wasser gegeben. Wir haben kaum Wasser gehabt. Heute noch. Die sind nach Norden gekommen und jetzt unterdrücken die uns. Aber wir haben trotzdem nicht verlernt, Gastgeber zu sein. Wir verlernen das nicht. Wir geben Recht, unsere familielle Recht, unsere Rechte an unsere Freunde, unseren Nächsten, unsere Gastgäste. Deswegen haben wir die Sprache, das Vorwort erstmal selbstverständlich in unserem deutschen Mitbürger gegeben und ich hoffe um Verständnis. Wir sind in diesem Land, wir müssen uns näher bringen, wenn eine Kurde, ob der Muslim ist oder Jeside ist, wenn nicht zum Wort gekommen ist, das ist nicht schlimm. Wir können jeden Tag uns sehen, hier gegenseitig uns diskutieren, aber wir kriegen jeden Tag nicht diese verehrten Gäste hier hin. Deswegen bitte, ja, danke. Unser Vereinvorstand darf ich bitten, alle hierher zu kommen. Herr Miro Güden, Şükrü Özgen, unser Chef aus Şengal, İbrahim, Nasir Hürmer, Bedri Kesen, Hüleydan Güden, Şükrü Toprak, Şükrü Nokta, Medya Güden und Kuarbin. Aus Holland, unser Prost. Ja. Und Marwan Sezek. Marwan, wo bleibst du? Und Cemal Ismail. Wir haben dieses Haus angefangen mit weniger Leute. Wir haben 12 Personen uns zusammengestellt. 1997. Diese 12 Personen haben jede eine gewisse Betrag hingelegt und gesagt, wir bauen auf diesen Betrag für Jesiden ein Haus. Und diese 12 Personen haben eine GbR gegründet und diese GbR steht drin, dieses Eigentum ist ausschließlich für die jesidische Glaubensgemeinschaft, solange die Jesiden hier geben, auch wenn nur 3 Personen sind, gehört die Jesiden. Und wenn keine Jesidi mehr hier ist, wenn irgendwann mal unsere Heimat, vielleicht Kurdistan, frei wird und dieses Grundstück, dann wird das hier in deutsche Kasse gehen. So haben wir in unserem Grundsätze geschrieben. Diese Freunde hier, Vereinsfreunde und viele andere Personen, die heute nicht hier sind, viele jesidische, kurdische, deutsche Freunde haben die viel, viel gespendet, viel unterstützt. Wir danken allen. Ich darf Arab Çelikçel hier bitten. Arab Çelikçel, wo Bauphase war, der ist hierher gekommen aus Kleve, Kollege von uns. Und wir haben uns fast entschieden, keine Türme zu setzen, weil wir wenig auszugeben. Und er hat gesagt, eine finanziere ich. Eine. Und der hat... Danke. Und viele, viele andere Personen haben unterstützt. Ich möchte heute, es ist wenig Zeit, alles auszusprechen. Herr Misha Khaletyan hat gespendet aus Moskau, wo der hier war. Herr Feri Bozani hat gespendet. Dida Süber Abdullah hat, der ist reingekommen, da war Baustelle und er hat geguckt, das war noch nicht fertig. Ich sagte, bleibt das so? Ich sage, ja. Sagte, was kostet, wenn wir die Akustik machen, gesamte Haus? Habe ich gesagt, dieser Raum oder gesamte? Er sagt, das gesamte Haus. Ich habe gesagt, schätzungsweise 10.000. Die spendiere ich. Der hat 10.000 Euro gespendet. Und zusätzlich noch 30.000 Euro als Privatdarlehen uns gegeben. Also wir danken nochmal von hier. Danke alle. Aber wer auch nur 1 Euro gespendet hat, das ist genau wie eine Körnchen im Speis unter große Steine. Jede kleine Spende ist genauso wichtig für ganz große Spende.
Und noch ein Schlusssatz. Gibt viele Jesiden, die nicht hier sind. Und wenn die nicht unterstützt haben, ideell und finanziell, die sollen von hier aus wissen, wenn die nicht wären, hätten wir dieses Haus nicht gebaut. Deren Anwesenheit auf diesem Planet hat uns dazu bewegt, ein Haus hier in Kalka für gesamte Jesiden zu bauen. Danke. Dankeschön. Unser Haus sollte allen zur Verfügung stehen, die drei Grundsätze akzeptieren. Respekt vor jesidischen Religion, Anerkennung der kurdischen Identität und bedingungslose Akzeptanz des Grundgesetzes des Bundesrepublik Deutschland.